Name ist Barbara Kallis. Ich arbeite in der IT und ich mache da das Office Management, also das ganze Backoffice. Und so muss ich bin dafür verantwortlich, dass jeder, der kommt, eine neue E-Mail-Adresse erhält. Ich bin die Eva. Ich arbeite im Marketing. Ich heiße Antonia Feitschecker. Ich bin hier in der Kunstvermittlung. Mein Name ist Anna Fassold und ich bin zuständig für die betriebliche Gesundheitsförderung. Mein Name ist Jörg Reiter-Kaiser. Ich bin Texter und Lektor. Also es ist abwechslungsreich. Mich reizt erstens auf der anderen Seite der Umgang mit sehr coolen Ausstellungen und damit verbunden auch ein sehr interessantes Unternehmen. Ich studiere Kunstgeschichte und vielleicht war es mir auch ein bisschen zu wenig, was im Studium passiert. Also mir hat der Job da sehr viel Neues gezeigt und ich habe einfach sehr, sehr viel dazu gelernt. Dass ich mit unterschiedlichsten Berufsgruppen, unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen das Thema Gesundheit bewusst machen kann. Besonders gefällt mir, dass es so wahnsinnig viele verschiedene Fachbereiche sind, mit denen ich zu tun habe. Irgendwie die Herausforderung ist immer, dass man zwar in etwa weiß, was in einer Ausstellung stattfindet, man ist mit den Kuratoren im Austausch, aber man muss natürlich auf ein abstraktes Ding hinarbeiten, weil ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen und soll aber eine Anleitung irgendwie bieten, wie man dann durchgeht oder irgendwie eine Hilfestellung sein. Und das ist schon immer wieder schwierig, ist auch immer wieder spannend. Das größte Projekt, in dem ich persönlich gearbeitet habe, war sicher die Beteiligung an der Website der Neuen. Da hat es sehr viele verschiedene Parameter zu beachten gegeben. Also einen sehr guten, weil eben man erfahrt einfach gewisse News einfach direkter. Und vor allem ist es ein sehr modernes Medium. Dass halt wirklich aktuelle Dinge aufgeschnappt werden und man sich wirklich aktiv als Besucher des Blogs beteiligen kann. Dass Leute erzählen und nachdem vielleicht für viele auch der Kulturbereich irgendwie so ein großer Wall ist, wo man nicht reinkommt oder der irgendwie undurchsichtig ist, kann das glaube ich schon spannend sein und bedient da halt auch ein anderes Publikum wieder. Ich denke, der Blog ist relativ wichtig, vor allem für Leute, die jetzt nicht unbedingt das klassische Museumspublikum sind, falls es so etwas gibt. Es gibt Gemälde, wo man das alte Sujetbild ist von der Ausstellung. Und da sieht man ganz gut, was der Künstler unter anderem gemacht hat. Und das habe ich sehr interessant gefunden, wie man mit dem Symbolismus auseinanderzusetzen. Und für das ist dieses Bild, das heißt Eden, irgendwie so ein Stellvertreter jetzt. In den letzten Ausstellungen habe ich besonders gemacht die Arbeit von Katharina Grosse im Kunsthaus, die jetzt gerade hinter mir gestapelt im Space 04 liegt, weil sie abgebaut wird. Und die Arbeit habe ich deswegen so gern mögen, weil sie so exzessiv waren, so einfach unverkopft und bunt und ja, wie ein begehbarer LSD-Rausch. Wenn mir so der Zugang zur Jagd fehlt, die Geweihmöbel, die man in Schloss Trautenfels sieht. Da gibt es einen ganzen Raum, den sich ein Adeliger mal einrichten hat lassen mit Mobiliar, Sitzmöbeln, Kästen, Schränken mit diversen Geweihbesatz. Kultur ist essentiell. Menschen. Liebe. Bild der Gesellschaft. Vergangenheit, Gegenwart, aber auch Zukunft. Ein ganz wichtiger, zentraler Lebensinhalt für mich, ohne den es für mich gar nicht geht. Also Lesen, Musik, bildende Kunst, greift alles ineinander für mich. Ich fahre irrsinnig gerne nach Wien. Das Naturhistorische Museum gefällt mir irrsinnig gut zum Beispiel. Ich gehe gerne in andere Ausstellungen, ich schaue mir so an, was in Graz passiert. Ich gehe auch gerne zu Lesungen ins Literaturhaus zum Beispiel. Für mich ist Kultur auch Tanzen. Ich tanze sehr viel. Ist Kino auch Kultur? Glück, Zufriedenheit. Ein kleines Häuschen am Land. Sonne. Und ein Holler Minzsaft. Gesundheit. Zufriedenheit, das sind meine, das ist auch mein Lebensziel und mein Lebensmotto.